Claudio Offenberg, hier auch beim Endrundenturnier der Berlin-Liga zu Gast und aber eigentlich in der Tätigkeit natürlich von Maccabi. Was machst du hier heute in der Halle? Was guckst du dich um? Neue Spieler vielleicht für Maccabi an den Start zu holen? Oder? Nö, macht einfach Spaß, mal ein bisschen warm zu sein. Draußen minus 10 Grad. Ich wohne hier um die Ecke, also komme ich mal her, gucke ein bisschen Fußball, trinke Kaffee. Ja. Wie bist du mit der Hinrunde zufrieden von Maccabi? Am Ende hin ein bisschen abgeflaut, aber eigentlich sonst ganz gut dabei und eigentlich aber auch noch Chancen, vielleicht aufsteigen zu können. Ja, sicher. Unser Ziel ist es ganz klar, dass wir oben mit dabei sein wollen und ganz am Ende dann auch hoffentlich die Chance bekommen. Und bis Ende November sah es sehr gut aus. Jetzt sieht es immer noch gut aus. Ein bisschen Boden verloren, aber ich denke, wir haben eine sehr gute Chance, das Ziel zu schaffen. Mhm. Habt ihr denn jetzt Veränderungen im Kader vorgenommen im Winter? Eigentlich so gut wie nicht. Wir haben ein oder zwei Abgänge und ein oder zwei Zugänge. Das heißt, wir vertrauen dieser Truppe, weil wir einfach denken, dass sie das Zeug dazu hat, die Ziele zu erreichen. Kann man da über Namen schon reden oder ist das eher noch nicht ganz in trockenen Tüchern? Nee, wir haben ja heute gerade mal Anfang Januar, also wir müssen noch zwei Wochen warten. Aber nichts Spektakuläres. Also ganz normal, mit dem Kader geht es weiter. Gut, gehen wir mal davon aus, ihr würdet aufsteigen. Gibt es da weitere Ziele noch oder will man sich dann wieder etablieren? Gab ja mal eine ganz große Zeit von Maccabi und der Berlin-Liga unter deiner Regie. Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass wenn wir das Ziel schaffen, in die Berlin-Liga zurückzukommen, sind wir da erstmal ganz, ganz zufrieden. Andere höhere Ambitionen haben wir auf gar keinen Fall. Auch von der Struktur her, wir sind sozusagen regionaler Verein im Charlottenburg, das reicht uns vollkommen aus und das wäre schön, wenn wir das wieder schaffen würden und nach höheren streben wir dann nicht. Wird man dich wieder an der Seitenlinie irgendwann sehen? Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger raus. Ja, das ist die große Frage, die ich mir auch stelle. Also zurzeit auf gar keinen Fall, aber es kann durchaus passieren, wenn so ein bisschen, ja, wenn man, wie man so schön sagt, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und sich die Gelegenheit bietet, die einem interessiert, also mit Sicherheit würde ich dann gerne nochmal einsteigen. Dann wünschen wir Maccabi für die Runde viel Erfolg und dir natürlich auch persönlich dann, dass du vielleicht nochmal irgendwann eine Mannschaft führen kannst, die vielleicht auch wieder den größeren Erfolg anstreben kann. Alles Gute. Vielen Dank.